Kapitel 4. Die Ablenkung. Gott, wen lenken wir denn ab? Wait a minute! No wonder the mortality rate of that chamber is so high. You can't even get past the first turret. Blind turn. Does that help? Bestimmt. Great, that worked. Unfortunately, I don't think I can help any longer. Even though I've got access to all the subroutines, only certain functions are still working. Okay. Haben wir uns um die gekümmert. Dann geht das da drauf und dann können wir raus, ne? Ja, okay. Raus ist gut. Einfach in die nächste, ins nächste. Wow. Einfach ins nächste. Okay, wie machen wir das weiter? Da ist noch eine. Ich finde das schon irgendwie niedlich. Ja, das wollte ich nicht. Nope. Ja, hinter dir. Okay. So. Tut mir leid. Wo muss das hin? Ah, cool. War die richtige Sache, nur irgendwie falsche Umsetzung. So rum und ich muss dann den Lila, okay. Lila, was? Ach, komm schon. Dann fliege ich ja weiter nach da. Das will ich ja gar nicht. Was? Was passiert hier? Okay. So. Ich würde gerne einfach nur da drauf, genau. So, und jetzt haben wir ja gemerkt, dass das nicht reicht. Okay. Das war minimal höher und hat einfach gereicht. So, wir müssen da ein. So. Nein. Jetzt. Da sind noch mehr. Zwei Stück. Zwei weitere. Geil. Die Frage ist... kann ich nicht...
kann ich hier. Yes, kann ich. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Ja, natürlich nicht so. Wir holen uns erstmal einen neuen Cube. Und mit dem Cube machen wir dann das Ganze nochmal. Sag mir, dass ich weiß, wie man das macht. Denn ich krieg das hin. So. Jetzt brauche ich noch einen neuen Kubus und dann läuft es. Perfekt. Ja, die Tests werden wirklich leichter, habe ich das Gefühl. Also. Ich finde es cool, dass die einfach die alten Sachen dann trotzdem noch mehr reingetan haben. Also Props an die Entwickler. Wirklich cool. Vor allem das umsonst zu releasen, ich check's immer noch nicht, aber ja. So muss das sein. So muss das sein. From what I heard, it's a pretty complicated cognitive test, which only a smart human mind can pass. Dankeschön. I don't know what that test is, but make sure to save some of that brain power for later. Okay. So, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, darauf zu stellen. Das macht das. Das heißt, wir können dann hier bestimmt das nehmen. Und dann können wir das irgendwo draufstellen. Ah, wir können so das Teil holen. Ah, okay. Na, dann machen wir das doch so. Oh, das wollte ich natürlich nicht. So, am besten ich mach's so. Ach, lustig. Was? So, komm. Machen wir das so. Dann habe ich jetzt so einen Ball. Und was mache ich mit dem Ball? Der muss da drüben rein. Das heißt, ich werde hier mal den Bouncy machen. Und dann werde ich ihn hier hinstellen. Ja. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. So. Muss der jetzt hin? Nein, nicht weglaufen. Scheiße. Warum ist der Ball auch schneller als wir? Ich kann ihn ja nicht mal entspannter hinstellen. Nicht mal das geht. Okay. So. Okay. Er muss irgendwie in diesen Strahl rein. Okay, perfekt. So, dann geht das hoch. Und dann habe ich das hoch und dann kann ich das so ändern und dann runtergehen. Mhm. Hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Aber okay. Hätte ja sein können. Wie komme ich dann darüber? Das ist jetzt die nächste Frage. Ach, mit dem Ding einfach. Mit dem Zeug einfach, ne? Dann mache ich das gleiche nur halt ohne mich, sondern mit dem Ball.
Okay. So, das heißt... Nee, ich kann das ja gar nicht. Ach doch, kann ich. So kann ich das ja machen. Genau. Und dann... So. Plutsch. So, genau, perfekt. Und dann musste ich das noch mir selber machen. Da ist ein Knopf auf der anderen Seite. Okay, ich versuche jetzt erstmal was. Wenn ich das jetzt da drauf packe. So. Dann kriege ich den Ball da nicht weg. Kann ich da lesen, was da ist? Nee, ne? Wie kriege ich das hin? Naja, wenn ich jetzt da drauf zulaufe und dann springe, wird es nicht reichen. Dann springe ich, aber das bringt mir nichts in dem Fall, oder? Wenn ich jetzt das da mache. Ja, doch. Vielleicht. Aber dann kann ich ja halt das andere Portal nicht setzen, sobald ich den in der Hand habe. Okay, versuche ich es erstmal ohne. Shit. Es hätte funktioniert. Achso. Ah, theoretisch könnte ich das ja auch einfach da reinmachen. Dann ist das so viel unkomplizierter. Ich da aber auch erst so spät dran denke. Okay. Also das muss da durch. Und dann zack. Perfekt. Super, und jetzt? Neuer Ball. Ah. Dachte ich mir doch. Okay. Viel zu kompliziert nachgedacht, Etienne. Viel zu kompliziert. Es hätte auch viel schneller gehen können. Viel, viel schneller gehen können. Aber er meinte, ich soll ja Brainpower sparen. Also Gehirnzellen sparen. Damit die nächsten Tests, die schwerer sind, leichter gehen. Beziehungsweise der Test am Ende angeblich. Hallo? Ich bin jetzt schon wieder hier nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Also durch die Tür zu gehen. Ist das ernsthaft der Test, den wir gerade eben schon hatten? Ich habe schon wieder vergessen, wie der geht. Ich habe schon wieder komplett vergessen, wie der geht. Hä, ist das...
Das ist die gleiche? Nee, das ist nicht das gleiche. Es sieht nur genauso aus. Dahin muss ich, okay. Puh. Ach so, wir sind jetzt wieder an der Oberfläche. Das meinte er wahrscheinlich. Okay, gut, dann schaue ich doch mal. So, hier kriege ich einen Cube, den ich aber anscheinend waschen muss. Auf der Seite ist nichts, ne? Wo ich den dann durchschicken kann, damit doch gibt es. Na toll, okay. Jetzt muss man mal über sowas nachdenken. Was für Dreck! Okay. Okay, okay, ich krieg das hin. Ah, Mann, okay. Also wirklich, okay. So. Und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, dahin zu gehen. Und das gibt uns die Möglichkeit, dahin zu springen, oder wie? Nee. Es muss ja auf dieser Ebene sein. Und hier ist ja überhaupt nichts. Das heißt, wir können da drüber raufspringen. Warte, wie komme ich jetzt von hier darüber? Okay. Okay. Okay, okay. Nein, na. Oh ja, klar. Noch mal von vorne. Okay. Es tut mir leid. Es war. Ich wollte mich nur umgucken. Ich war unvorsichtig. Ich war sehr unvorsichtig, aber das ist okay. So, bedeutet. Wir müssen darüber. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe vorhin. Ja. So habe ich das gemacht, okay. Darüber. Dann holen wir den Cube. So. Und den lege ich da drauf. Und nachdem ich den da drauf gelegt habe, müssen wir da hoch. Und da hoch gehen wir über dieses Portal, was ich diesmal natürlich auch von hier erreichen kann. Okay, es sieht aus, als würde ich, müsste ich es im Flug machen, aber das ist okay, dann machen wir das im Flug. Halleluja. Okay. Ich bin nicht vorbereitet dafür. Okay. So, weil ich kann es kurz sagen. It's refreshing to see chambers where the goal is to clean up the gels. Most of them encourage you to smear it all over the place, especially anywhere I can't reach. Natürlich. Darum geht's ja. So. Ah, oh, da ist er das? Nee. We did it. We actually did it. Ach, das ist er wirklich. Das sieht schön aus. Ich wusste nicht, dass Bäume in diesem Spiel sind. Let's go! Und dann geht die Tür nicht auf. Jetzt geht's Richtung Half-Life, oder was? Ah, okay, da ist eine Tür. Gut. Ich war gerade so,
Aber ich dachte, ich soll ihm helfen, aufzuräumen. Aber das haben wir ja im Endeffekt gar nicht. Ah, of course. And so close to the finish line, another chamber. Ja, jetzt hätte er das nicht gewusst. You'll just have to do it the old-fashioned way. Hm. Ich brauche aber eine Fläche, um reinzukommen. Da. Blind. Okay. Das macht das. Okay, das heißt, wir müssen den machen, wenn es fertig ist. So, was ist das? Main Chamber Power Break. Oh. Okay, das ist sehr gut. Weil das im Endeffekt, keine Ahnung, mir keine Möglichkeiten gibt. Doch, ich kann dann da hoch. Ich? Jetzt kommt diese Ebene auch noch dazu. Ist ja schrecklich. Der Knopf geht nicht, weil der Strom aus ist. Wo ist er jetzt? Ach, hier. Okay, jetzt muss ich den Strom wieder ausmachen. Dann das da draufstellen. Dann ist das fertig. Und dann müssen wir zum Ausgang. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang, okay. Heißt, ich kann einfach so zum Ausgang? Nee, es ist nicht der Ausgang. Da ist der Ausgang. Ach, das ist gar kein Ausgang. Okay. Dann hätte ich gerne ein Portal dort. Nee, hier. Hier und da. So, und jetzt muss ich den Strom wieder anmachen. So, und jetzt dort und hier. Und fertig. Easy. Gehe ich in die richtige Richtung? Weil die Tür nicht geht? Ja, okay. Ich dachte nur gerade, ja, Sidequest. Los geht's. Gerade selber gezuckt. In real life. Oh. Schön die Abendsonne. Das stimmt. Aber wir gehen immer wieder runter. Schön. Vor allem hier mit dem Schatten. Sehr schön. Und dann ist es wieder so. Tür geht natürlich nicht auf. Denn wir müssen wieder runter. Und noch durch einen Test wahrscheinlich. Natürlich. This isn't the last chamber. I'm going to assume you're doing this just to mess with me. Das ist nicht die letzte Kammer.
So, wir brauchen einen Kubus. Dort ist einer. Der wird dann darüber geworfen und kommt dann auch hier neben uns an. Okay, perfekt. So. Dann müssen wir da an diese Platte. Ach, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich habe nicht auf den Boden geachtet. Ich habe nicht auf den Boden geachtet. Das tut mir leid. Wobei, nein, tut es mir nicht. Ach Gott. Okay, also, der kommt dann auch da lang. Und während er fliegt, warte, er kommt da rein, fliegt da raus. Aber eigentlich muss er da rausfliegen. Ich komme hier aber nicht anders hin. Ah! So soll das gemacht werden. Dann ist der nämlich da drüben. Perfekt. Und dann muss ich selber auch darüber. Ich weiß zwar noch nicht wie. Aber jetzt muss erstmal der Strom aus. Ah, ich kann einfach so, okay. Ich kann einfach portalisieren, wollte ich gerade sagen. So. Ich kann ja selbst so, ne? Ja, das müsste auch gehen. Hä? Ach, der Strom ist aus. Dammit. Aber der Strom muss doch auch aus. Sonst funktioniert das dann nicht. Aber ich muss den doch darüber ziehen. Halleluja, okay. Dann mache ich den Strom erstmal wieder an. Oh Gott. Ja, das funktioniert doch nicht. Wo komme ich jetzt ran, wo ich vorher nicht rangekommen bin? Gar nicht, ne? Okay, dann muss ich es andersrum machen. Aber das geht nicht. Weil ich muss ja weiterhin dahin. Das geht ja sonst nicht. Weil ich komme ja an das Ding nicht ran. Ich könnte ihn natürlich selber mitnehmen. Klar. Dann nehme ich ihn selber mit. Logisch. Ach nee, es bringt ja auch nichts, weil er ist dann ja auch auf der falschen Seite. Da ist das. Und da müssen wir hin. Da müssen wir rein. Wir können irgendwo runterfallen. Wir können nur das benutzen, um uns da rein zu. Dafür muss das Licht an sein. Aber das Licht muss aus sein. Licht vor allem. Und ich kann ja auch nicht da rein. Weil hier Wasser ist drumrum. Haben die natürlich wieder fabulös gelöst hier. Ich will noch nicht katapultiert werden. Kann ich das
so machen. Nee, das funktioniert ja auch nicht. Oder? Nee, kommt ja aufs selbe raus. Ich muss ja hier raus, aber irgendwo auch rein. Und zwar da. Aber das geht nur, wenn der Strom an ist. Und der Strom aus bringt mir nur was für den... um das drüber zu setzen. Von der zu der Seite. Oder halt auch nicht. Okay, wenn wir mit beiden gleichzeitig rübergehen könnten, wäre das Quatsch, weil dann würde das das nicht geben. So, deswegen werde ich jetzt den Cube erstmal wieder auf diese Seite packen. So. Warum ist das Fenster kaputt? Komme ich dadurch irgendwo ran? Ja, da dran. Okay. So, machen wir das erstmal wieder. So, wie ich darüber komme, weiß ich auch. Wie ich darüber komme, wenn der Strom aus ist, weiß ich nicht. Kann ich irgendwo reinfliegen, um da rauszufliegen? Aber das bringt mir ja nichts, weil ich dann ja wieder reinfliegen müsste. Ich guck mich nochmal um. So, ich könnte jetzt... Ach Gott, wie denn? Wie soll man das machen? Ah, ich könnte. Ja, okay. Ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Und zwar so. Dann fliege ich hier raus und muss dann direkt draufdrücken. Okay. Schrecklich. Was? Ich wollte doch dahin. Und da muss ich von hier dort treffen. This isn't the last chamber. I'm going to assume you're doing this just to mess. Es hat fast geklappt, um ehrlich zu sein. Hat es fast geklappt. Und was ist, wenn ich das nur mit dem Cube mache? Da müsste ich mich ja schnell darunter bewegen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Nö. Okay. Dann werde ich erstmal doch den Cube rüberschieben. Aber dann bringt das ja auch nichts, weil ich bin dann ja auch drüben und der Strom ist an. Ah, dann bin ich auf der Seite. Und das bringt mir aber auch überhaupt nichts.
Weil der Cube muss ja auf der Seite sein. Wie komme ich da hin, wenn der Strom aus ist? Es ist so kompliziert. Es tut mir wirklich leid. Ihr könnt vorspulen, wenn ihr wollt. Bis zu dem Teil, wo ich es rausgefunden habe. Aber das kann ja nicht sein. Also, der Cube fällt darauf, geht da rein und dann könnte ich so machen, dass er erstmal... Er muss da durchgehen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Wie soll ich das sonst machen? Er geht da ja nicht mal durch. Er hat nicht genug Höhe. Wenn ich das so mache, dann fliegt er ja nur dahin. Aber es bringt mir wieder nichts. Irgendwas übersehe ich hier. Irgendwas übersehe ich und ich weiß nicht was. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite und der Strom ist aus? Weil das geht ja definitiv nicht. Ich brauche ja Höhe. So, und hier ist ja nicht mal ein Boden. Hier ist nicht ein Boden, wenn ich das Licht ausmache. Ist da ein Boden? Nein. Und das Ding geht auch nicht. Wie kriege ich das Momentum? Oh, ich bin fast wieder da reingelaufen. Wie kriege ich das Momentum? Ohne den Strom. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade mache. Nee, das ist Quatsch. Aber das bringt mir ja auch nichts. Dann bin ich ja nur hier. Und von hier kann ich... Und hier kann ich auch nicht darüber. Es bringt mir alles nichts. Und selbst wenn, ich habe ja keinen Strom. Ist doch Kacke. Das ist doch wirklich Kacke. This isn't the last chamber. I'm going to assume you're doing this just to mess with me. Sorry, ich habe nur eine kurze Abkürzung genommen, weil es geht einfach schneller. Wenn ich jetzt hier lang gehe, das bringt mir alles nichts. Es ist doch nicht.
Dann haben wir den zwar da drüben, aber was dann? Wir kommen nicht auf die andere Seite. Also wir kriegen den nicht über die andere Seite, ohne dass der Strom aus ist. Und wir kommen nicht da hoch, ohne dass der Strom aus ist. Weil da ist nirgendwo eine Portalfläche und diese Portalfläche bringt uns nichts. Weil wir keine Geschwindigkeit aufnehmen können. Aus der Perspektive sehe ich gar nichts. Welche Portalfläche haben wir denn noch nicht benutzt? Machen wir das Licht aus. So. Vielleicht wird es dann offensichtlicher. Ich komme ja nicht mal da hoch, oder? Ich komme nicht mal da hoch, um Momentum aufzunehmen, um dann da rauszufliegen. Ich weiß es nicht. Ist das überhaupt die letzte Kammer? Das ist die letzte Kammer. Yay. Ich weiß es nicht. This isn't the last chamber. I'm going to assume you're doing this just to mess with me. Gibt es... This isn't the last chamber. I'm going to assume you're doing this just to mess with me. So, irgendwas muss ja sein mit der Möglichkeit, den Strom auszumachen. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal den Cube. Der Cube muss ja auf die andere Seite. Das ist ja das Wichtige. So, das heißt... Wie kriegen wir den Cube auf die andere Seite? Wie kann ich da ein Portal hin tun und den Cube über die andere Seite? Der Cube fällt da runter und geht da drauf. Das Ding schleudert es dagegen. Wenn ich das ausmache, dann schleudert das Ding nicht mehr dagegen. Sondern erst, wenn ich das sage. Das heißt, ich kann das Teil da drauflegen. Und kann dann dort reinfliegen und das kann dann da rausfliegen. So einfach. Und doch so kompliziert. Was? Hat es nicht geklappt, oder was? Hat es geklappt? Das weiß ich. Ich weiß jetzt nicht, ob es geklappt hat. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Wo ist der denn hin? Ist er einfach kaputt gegangen? Okay, dann nochmal das Ganze. So, erstmal müssen wir da hoch. Dann hole ich den Button, den Dings. Dann mache ich den Strom aus. Nehme das Teil und lege das da oben drauf. Das ist auf jeden Fall die richtige Überlegung. So. Dann dahin. Dahin, oder nicht? Gucken, was passiert.
Das Ding wird da reingeworfen. Und dann darüber. Sogar schon fertig. Ich muss nichts mehr machen. Ich muss nur noch mal da durch. Wie schön. Wenn wir das nicht gleich so haben können. Aber sehr knapp da drauf, tatsächlich. So, in die Richtung geht wahrscheinlich nicht. Nö. Das war eine schwere Geburt. Das war wirklich eine schwere Geburt jetzt. No. Wir kommen echt nah ran, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. This spire reaches from the bottommost parts of the facility all the way up to the surface. You certainly don't want to fall down that shaft. After nope. You. Kommen wir noch näher ran? An unsere Freiheit, so in etwa? Beim letzten Mal war es ja nur eine Projektion, ne? Aber diesmal kann es ja keine Projektion sein. Das wäre ja Quatsch, oder? Beziehungsweise, was heißt Projektion? Machine. Let's look for the input. Look for things that seem complicated. Sobald wir das aktiviert haben, wird er uns nicht mehr hier weglassen, wahrscheinlich. Oh, hier ist eine Treppe. Okay. Suche nach Dingen, die kompliziert aussehen. Also ein Knopf. Wait, that's it? You just need to press a button? Well, that's kind of underwhelming. Whatever, it's powering up. You'll soon see what this beast is capable of. We need to run a series of checks. There should be a cube arriving near you any second. Oh, a companion cube. Please put that into the specimen chamber on the left. Okay, starting first test on an inanimate object. If all goes well, the cube will be teleported to the other chamber. Oh, please work. Starting first jump, now! It worked. Es hat funktioniert, tatsächlich. Actually worked. That's very good. See, while low-tech devices like your handheld portal device need to place physical portals to achieve teleportation, this little guy can instantly swap any two volumes of space in the whole universe. We design entire test chambers around not being able to shoot portals through walls, while this thing just bypasses our three-dimensional plane. Anyway, let's recycle that cube. Gotta clean up after ourselves. Hate to break it to you, but there is one more test we need to pass. First comes inanimate, then animate. Please enter the specimen chamber. Jetzt wäre ich ganz woanders hin teleportiert. Sorry, but to start with the test, you'll have to temporarily resign as janitor. No worries, I'll rehire you after the test, but I need a registered test subject to continue. Good. We're almost there. Thank you for doing this for us. Well, time to put an end to the collapse. Let's rebuild the central core. Oh, right. You probably know her as GLaDOS. It's about time we bring her back, don't you think? That monster spread her parts all over the facility, even the parking lot. No way in hell I could get her back together without this machine. Time to start the test. See you on the other side.
good. What are you doing in there? Nichts. Get out of there! I can't turn it off! Wusste ich doch. Wir werden woanders hin teleportiert. You're back. I thought I lost you. I can fix this. I know I can. Just give me a second. Das ist Portal 2 Referenz. It actually worked. I almost fixed it. I'll try to get you out of this spaceship loop. Gotta be quick about this before you leave again. Get ready. Am besten wäre noch, wenn wir unter Wasser landen, genauso wie bei Half-Life 2. Aber nein, tun wir anscheinend nicht.